So, wie kann ich Ihnen... Oh, ich sehe schon. Oh, das sieht ja übel aus. Ich war im Park zum Sonnen, da war noch alles in Ordnung. Mhm. Aber als ich nach Hause gekommen bin, da hatte ich so ein komisches Jucken zwischen den Beinen. Mhm. Ich guck mir das so an und was sehe ich? Da hat sich das Ding da festgesaugt. Ja, im Sommer lauern die Parasiten überall. Oh, die sieht aber ängstlich aus. Oh, und die hat sich festgesaugt. Ich wollte die zu Hause einfach abreißen, aber dann habe ich irgendwo gelesen, dass da meistens der Kopf hängen bleibt. Ja, das stimmt ja auch. Ach, wenn Sie dieses Ungeziefer nicht richtig anfassen, dann werden Sie nie los. Aha. Und die hat sich vollgesogen. Ja, gut. Normalerweise fallen die nach ein paar Stunden von selbst ab, aber ich kann die Ihnen auch gerne rausdrehen. Auf jeden Fall rausdrehen. Ich will das Ding keine Sekunde länger als nötig an meinem Körper haben. Ja, auch gleich fürs nächste Mal zeigen, wie es richtig geht. Bisschen Olivenöl auf die betroffene Stelle geben, damit sie keine Luft mehr kriegt. Sobald die Schnappatmung einsetzt, ganz behutsam gegen den Uhrzeigersinn aus dem Kühl. Ich spiele jetzt in der Band. Wir heißen Frigid Jones. Cool, ne? Hättet ihr mir nicht zugetraut, was? Und richtig fetzige Musik machen wir. Also, was heißt wir? Momentan ist das noch so eine Art One-Man-Band, also One-Woman-Band. Aber ich habe schon ganz viele Aushänge gemacht am schwarzen Brett im Supermarkt. Vor 7 Jahren. Ich spiele noch nicht mal ein Instrument. Glaube schon. Sorry. Gibt es dafür irgendwelche Zeugen? Ja, ich habe auch schon alles auf Facebook gepostet. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ah. Entschuldigung. Sie sind die Frau, die laut Facebook blutend neben ihrem Fahrrad liegt. Haben Sie Schmerzen? Ziemlich schlimm. Keine Angst, ich kümmere mich um Sie. Sie kriegen von mir auf jeden Fall schon mal ein Gefällt mir. Wo tut's denn weh? Sie können ja mal gucken. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Von wo aus? Von hier aus. Von hier aus? Mhm. Das ist jetzt doch ein bisschen schwierig. Können Sie nicht doch lieber jemanden fragen, der schon vor dem Bahnhof steht? Ja, aber dazu müsste ich erst mal zum Bahnhof hin. Ja, dann gehen Sie doch einfach zum Bahnhof. Komplizierter Typ. Ich habe jetzt auch so ein Smartphone. Hier. Total genial. Damit kann man jeden Gedanken sofort twittern. Ja, jetzt muss ich nur noch auf einen Gedanken warten. Und rausfinden, was dieses Twittern ist. Und wie man das ankriegt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für Ihr kurzfristiges Erscheinen. Wie Sie wissen, hat der Herr Bundesarbeitsminister gestern die Handwerksmesse in Zwickau eröffnet. Es kam dabei zu einem kleinen Missverständnis, das ein ungeahntes Presseecho nach sich gezogen hat. Der Herr Minister hat mich deshalb gebeten, dieses Missverständnis aufzuklären, was ich hiermit gerne tun möchte. In den Zeitungen wurde berichtet, dass sich der Bundesarbeitsminister nach seiner Rede, die von gelegentlich Zwischenrufen unterbrochen wurde, ein großes Glas Wein gegriffen hätte und es einem der Gäste über den Kopf geschüttet hätte, angeblich mit den Worten: Ihr arbeitsscheues Zonenpack, wir befreien euch von eurem Kack-Sozialismus und blasen euch die Soli-Millionen in eure faulen Ostärsche. Und als Dank können wir uns seit 15 Jahren wehleidiges Genörgel in ekligen Dialekten anhören. Dabei arbeiten wir uns den Arsch ab, damit ihr undankbaren Ostgoten eure 350 Euro Hartz IV in Alkohol, Pornos und billiges Rasierwasser umsetzen könnt. Soweit das Zitat. Jetzt die Richtigstellung des Bundesarbeitsministers.
Der Regelsatz für Hartz IV beträgt nicht 350 Euro, sondern 347 Euro. Ich bitte Sie, diesen Fehler zu entschuldigen und weise Sie hiermit darauf hin, dass meine Partei unermüdlich daran arbeitet, diesen Regelsatz zu erhöhen. Soweit der Minister. Irgendwelche Fragen dazu? Was ist mit der Frau, die der Herr Minister als nötige Sachsenfunds bezeichnet hat? Das ist nach unseren Recherchen korrekt.